man merkte ja auch seitens der Medien, dass ein wahnsinnig großes Interesse auch da war, über das Thema zu reden und mit uns ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das war, es war von dir tatsächlich das richtige politische Gespür, wenn man in dieser Sache was erreichen wollte, da auch hinzufahren und vor Ort zu sein. Und ja, mich hat das privat ein bisschen in Probleme gebracht, weil sozusagen nach Wochen des Absentseins zu Hause bin ich dann einfach nachts irgendwie quasi, hallo, ich fahre übrigens jetzt gleich nach Malta, tschüss. Und ich bin aber dir trotzdem wahnsinnig dankbar, einfach im Nachhinein. Weil mir hat das auch nochmal eine viel größere Nähe zu dem politischen Themenfeld, für das ich ja jeden Tag arbeite, gegeben. Und das war wahnsinnig wichtig für mich. Und ich glaube, daraus leitet sich auch mein Engagement in Sachen Seenotrettung und Flüchtlingspolitik ab, letzten Endes. Ja, liebe Leute, willkommen zu meinem neuen Podcast Hungrig auf Politik. Sarrazin kocht mit. Heute mit Luise Amtsberg. Luise ist in ihrer WG-Küche in Kiel. Ansonsten ist sie Abgeordnete im Bundestag, macht dort im Innenausschuss und Flüchtlingspolitik. Ja, und Luise, woher kennen wir uns eigentlich und was haben wir eigentlich miteinander zu tun? Das kannst du gleich berichten. Was wir heute kochen wollen oder was ich dir zeigen will, ist ja, eine kleine Salatbowl, so ein Mittagssnack mit Reis, mit Schinkenwürfeln. Und dazu machen wir noch ein bisschen rote Beete in frischem Salbei. Und so mein Clou, mal gucken, ich weiß nicht, ob er dir schmecken wird. Ich finde es immer ziemlich geil, ist, ich mag Brokkoli so gern. Ne? Und den werde ich ein bisschen blanchieren, aber in tatsächlich mit Zitronengras angereichertem Wasser. Ja, und ich hoffe mal, dass wir so eine halbe Stunde was zu essen haben, Luise. Und erzähl doch mal was über dich. Woher kennst du mich eigentlich? Zuallererst muss ich sagen, ich habe kein Zitronengras gekriegt. Weder getrocknet noch anders. Insofern muss das leider flach fallen. Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht aus dem Bundestag. Wir kannten uns ja schon vorher. Ganz genau woher weiß ich nicht, aber ich vermute mal, da Hamburg und Kiel auf den Bundesparteitagen ja immer sehr dicht beieinander sitzt und ich genauso wie du finde, dass eine gute gesellige Runde auch mal mit einem Bierchen oder einem kleinen Schnaps begleitet werden kann, haben wir uns, glaube ich, wahrscheinlich auf diesem Wege getroffen. Ach so, ja. Okay, meinst du nicht auch, oder? Das klingt doch schlüssig. Hast du Rotwein eigentlich da? Weil natürlich braucht man für den Salbei also auch total Rotwein. Fällt mir bei dem Stichwort ein. Ich habe tatsächlich noch eine angebrochene Flasche hier. Wie lange, weiß ich nicht. Aber naja, wird ja eh verkocht wahrscheinlich. Reicht dir ein Schuss. Ja, dann sag doch mal, was du jetzt so auf dem Tisch hast. Also ich fange jetzt mal an, die rote Beete zu schneiden und habe schon mal die Pfanne für die rote Beete ein bisschen heiß gemacht. Mach da schon ein bisschen Olivenöl rein. Ach, die Flasche ist fast leer. Ich glaube ja, Luise, wir kennen uns eigentlich über deinen Ehemann. Und du warst im Landtag auf jeden Fall noch. Und ich habe da Europakram in der Bürgerschaft noch gemacht. Ich war also auch nämlich im Bundestag, glaube ich. Ja, aber warum haben wir eigentlich jetzt im Bundestag was mit zu tun? Was habe ich eigentlich mit Flüchtlingspolitik zu tun? Naja, in erster Linie hast du damit was zu tun, weil du dich einfach dafür interessierst. Ja? Und wer sich dafür interessiert, kommt natürlich in den letzten, sage ich mal, 5 Jahren um dieses Thema sowieso nicht drum herum. Es gibt Bundestagsabgeordnete, die schaffen das, mit diesem Thema immer noch nicht in Berührung gekommen zu sein. Du gehörst nicht dazu. Wir sind ja zusammen auch mal auf einem ziemlich... Ich erzähle die Geschichte mal richtig von Anfang an. Es war ein Samstag, glaube ich. Samstag, sehr spät Abend. Da habe ich bei mir zu Hause, die Situation war schon so, gab irgendwie heftige Wochen davor. Ich hatte kaum Zeit für Family und so weiter. Und dann kamst du und sagst, wir müssen nach Malta. Wir müssen diesem einen Schiff von der Mission Lifeline, das da auf dem Mittelmeer mit Geretteten einem Sturm ins Auge sieht und nicht in den Hafen darf, wir müssen da hinfahren. So, die Begeisterung meiner Familie war groß, aber ich habe mich dennoch entschieden, das zu machen, weil ich gerade auch aus dem Punkt, dass du eigentlich natürlich jetzt nicht originär zuständig warst für das Thema, aber trotzdem so emotional angefasst warst davon. Es hat auf jeden Fall die Brisanz sozusagen nochmal irgendwie deutlich gemacht und du standest, glaube ich, im Kontakt mit Leuten von vor Ort und hattest das dann weitergegeben an mich und dann haben wir beide nachts um 11 noch über den Bundestag als Dienstreise einen Flug gebucht nach Malta und waren dann, ich glaube, 7 Stunden später im Flieger dahin und wiederum einige Stunden später
auf einem mit komplett von Flüchtlingen überfüllten Rettungsboot mitten auf dem Mittelmeer. Wir haben, glaube ich, 4 Stunden gebraucht oder so, um da rauszufahren und genauso lange auch wieder zurück. Und das war, glaube ich, auch einer mit nach 2015 für mich schwersten, emotional schwersten Momente, die ich so erlebt habe. Und das habe ich gemeinsam mit dir erlebt, Manuel. Und es war definitiv deine Initiative und dein Drängen, vor Ort zu sein. Daran erinnere ich mich auch noch, muss ich zugeben. Ist auch kein Wunder. War auch eine total, ich glaube, auch eine wichtige Reise. Ich habe tatsächlich die Pinienkerne eigentlich anrösten wollen, Luise, aber jetzt habe ich sie einfach zur roten Beete dazu getan und mische noch ein bisschen Cranberries rein. Pinienkerne und Cranberries habe ich, glaube ich, alles nicht. Ich guck mal hier in meiner WG-Küche, was die anderen hier so haben. Und mein Blanchierwasser kocht jetzt auch schon. Da kann ich dann jetzt ja schon mal das Zitronen drauf reinziehen. Ich glaube, dass die Reise tatsächlich eigentlich bis heute wichtig war. So im Nachhinein sieht man das ja manchmal anders als in dem Moment. Aber ich glaube, wir waren eigentlich die Ersten so aus dem politischen Berlin, die sich getraut haben, so offen sich zu solidarisieren mit der Lifeline in diesem Moment. Oder? Ist das irgendwie... Ich glaube, das war wichtig, sozusagen, die Debatte dann wachzuhalten und ja, das Signal zu geben, dass es seriöse politische Parteien gibt. Das ist natürlich nicht nur die Grünen, aber auch die Linke, die sich dafür einsetzen. Inzwischen sind es ja auch mehr. Ist ja noch breiter geworden, die Allianz. Aber ich glaube, sozusagen dieses Überparteiliche hat auch damit angefangen, dass wir uns getraut haben, oder? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also man muss fairerweise natürlich dazu sagen, dass gerade Erik Marquardt, der war, glaube ich, vorher schon mal auf einem Rettungseinsatz mit dabei, Und hat uns da ja auch immer sehr anschaulich berichtet. Sage ich mal, für diese ganze, also man muss das ja einordnen. Politisch war das eine Zeit, in der plötzlich nach 2015, wo ja klar war, dass ohne die Seenotrettungsorganisation einfach weiß ich, wie viele Tausende von Menschen gestorben wären, dass es diesen Einsatz braucht. Das stand in dieser Zeit, als wir da rausgefahren sind, wann war das eigentlich, 2019 oder 18? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. 2019, glaube ich. Aber dass sozusagen die Stimmungslage war, hey, diese Seenotretter, die sorgen doch überhaupt erst dafür, dass Geflüchtete sich auf den Weg machen. Kann man das überhaupt unterstützen? Und diese ganze Pull-Faktor-Theorie und diese ganze Theorie von die Seenotretter sorgen erst für Probleme auf dem Mittelmeer oder so, das war eine Debatte, die da plötzlich einsetzte. Und ich glaube, für diesen Umstand war es wahnsinnig wichtig, dass wir da vor Ort waren, ja, gesehen haben, was diese Menschen machen, ja. Nämlich Menschenleben retten. Und ich glaube schon, dass wir da mit auf den ersten Punkt gesetzt haben und in den Tagen danach, ich meine, du hast sozusagen, wir haben uns das dann aufgeteilt, ne? Du hattest hast die ganze europäische Presse gemacht, nicht die ganze deutsche Presse bedient. Man merkte ja auch seitens der Medien, dass ein wahnsinnig großes Interesse auch da war, über das Thema zu reden und mit uns ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das war... Es war von dir tatsächlich das richtige politische Gespür, wenn man in dieser Sache was erreichen wollte, da auch hinzufahren und vor Ort zu sein. Und ja, mich hat das privat ein bisschen in Probleme gebracht, weil sozusagen nach Wochen des Absentseins zu Hause bin ich dann einfach nachts irgendwie quasi, hallo, ich fahre übrigens jetzt gleich nach Malta, tschüss. Und ich bin aber dir trotzdem wahnsinnig dankbar, einfach im Nachhinein. Bei mir hat das auch nochmal eine viel größere Nähe zu dem politischen Themenfeld, für das ich ja jeden Tag arbeite, gegeben. Und das war wahnsinnig wichtig für mich. Und ich glaube, daraus leitet sich auch mein Engagement in Sachen Seenotrettung und Flüchtlingspolitik ab, letzten Endes. Ist ja immer so, ne? Wenn man vor Ort ist und real das Geschehen sehen kann, dann, so jetzt ruft mein kleiner Junge an hier, dann ist es einfach eine hilfreiche Angelegenheit. Die Menschen von der Lifeline sind ja dann an Land gekommen und auch verteilt worden. Allerdings kann man ja sagen, bis heute ist es nicht so, dass man einen festen Verteilschlüssel hätte, um die in Seenot geratenen Menschen, die gerettet worden sind, europäisch zu verteilen. Das heißt, das Problem ist damals zwar für diesen Fall Lifeline gelöst worden, aber eigentlich ist es bis heute ein Spaltpilz, das ganze Thema. Siehst du irgendeine Chance, Louis, dass man das nochmal gelöst kriegt, vielleicht mit einer grünen Regierungsbeteiligung? Oder wird es so unbefriedigend, wie es jetzt ist, einfach weitergehen? Das ist eine schwierige Frage, weil wir es ja nicht nur deutsch, ich sag mal, im deutschen Kontext lösen können, ne?
So, ich muss jetzt leider ganz kurz mal mit meinem Sohn quatschen. Ist das okay? Ja, erzähl du mal weiter, Manu, ich erkläre das sofort. Ich kann auch jetzt einfach einspringen und kann euch sagen, dass ihr im Juni 2018 auf der Lifeline wart. Das habe ich eben gerade nachgeguckt. Und du könntest auch einfach mal erzählen, was du jetzt gemacht hast. Also, weil ihr habt jetzt rote Beeren. Also hier in der Pfanne, seht ihr, habe ich noch das rote Beete, die ich halt in Olivenöl mit Salbei anbrate. Pinienkerne hätte ich eigentlich vorher anrosten sollen, habe ich jetzt einfach so dazu gepackt, ist auch gut. Und ich habe noch meinen Joker gemacht, neben den Cranberries auch noch ein bisschen getrocknete Tomaten reingeschnitten. Hier blanchieren gerade die Brokkoli mit Zitronengras. Und hier mache ich so ein bisschen Salatkerne, die ich röste in einem Teil der Pfanne und in einem anderen Teil der Pfanne lasse ich schön guten Speck vom Esteufer, sehr, sehr guten Speck vom Esteufer, blanchieren und währenddessen anlassen. Und währenddessen ist der Reis gleich auch fertig und dann werden hier einfach noch ein bisschen Chicorée und Salat und Tomaten zusammengeschnippelt, ein bisschen Paprika, schwuppdiwupp, Zitronen rüber. Dann machen wir gleich noch eine kleine Salatsoße und dann ist es jetzt noch schon fertig eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Luise ist. Und ich weiß auch nicht, ob meine Kinder das gleich essen werden. Aber Sonja, denkst du, das wird schmecken? Es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Es hört sich total gesund an. Rote Beete ist über die letzten Jahre auch ja so die Sportlerernährung geworden. Schön viele Antioxidantien, entzündungshemmend. Aber von daher viel zu gesund eigentlich. Natürlich muss die rote Beete mit ein bisschen Rotwein und ich mache noch einen Schuss Cranberry-Saft abgelöscht werden. Louis, vielleicht, weil du gerade kurz raus musstest, das wird man dann noch sehen. Wir haben das jetzt mal rausgeschnitten. Ich habe jetzt noch ein bisschen getrocknete Tomaten zu meinem roten Beete dazu getan und mit ein bisschen Cranberry-Saft und Rotwein schon mal abgelöscht. Ich steche mal in die Brokkoli rein. Die kann ich auch schon mal abgießen. Was man Brokkoli, habe ich vergessen. Was man grundsätzlich eigentlich immer machen kann, ist, dass man das Kochwasser aufbewahrt. Und gerade dieses Zitronengras-Kochwasser ist nachher in der Salatsoße gar kein schlechter Joker. Und der Reis ist auch fertig. Nur, ich habe gerade versucht, mit dir darüber zu reden, dass damals ja für die Lifeline eine sozusagen zeitweise Lösung dann gefunden wurde. Also die Menschen sind an Land gekommen und verteilt worden. Aber bis heute gibt es immer noch nicht einen sozusagen festen europäischen Verteilschlüssel, der das Problem dauerhaft lösen würde. Also wenn Menschen von Seenotrettung betroffen sind, gerettet werden, dass sozusagen klar ist, okay, wir haben da einen festen Deal, Frankreich nimmt so viele, Deutschland nimmt so viele auf. Das ist ja eigentlich ziemlich frustrierend, weil das war damals ja schon die Lösung. Glaubst du, dass wir das jemals hinkriegen werden oder ist das unrealistisch, auch wenn die Grünen in der Bundesregierung sind, dass da was besser wird? Naja, also man muss schon sagen, so der europäische Kontext, da hat ja Deutschland nicht eine geringe, also eine kleine Rolle, ja. Wir sind im europäischen Kontext bei der Verhandlung über ein gemeinsames europäisches Asylsystem schon in einer starken Position. Und diese starke Position hat die Bundesregierung in meinen Augen nie genutzt, sondern sie hat im Prinzip den Kompromiss auf europäischer Ebene schon eingespeist, der dann aber überhaupt nicht breit getragen wurde. Ja. Ich glaube, es macht natürlich schon einen Unterschied, wenn wir Grüne deutlich machen, dass wir eine europäische Zukunft in der Flüchtlingspolitik nur darin sehen, dass wir gemeinsam handeln. Wenn man das außen vor lässt und Griechenland weiter alleine lässt, Italien weiter alleine lässt, Malta weiter alleine lässt, dann das ist ja keine tragfähige Lösung. Das hat ja selbst die Bundesregierung auch erkannt. Was die große Gretchenfrage sein wird, und ich glaube, da hätte man sich halt auch irgendwie mal an irgendeiner Stelle bemühen müssen, 2015 nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Kontext, ja, einzuordnen und auch zu rekapitulieren. Denn was viele europäische Staaten finden, ist, dass Deutschland eben sehr massiv mit der eigenen Haltung vorangegangen ist und andere europäische Staaten irgendwie gezwungen hat in eine Richtung. Das finde ich, wenn so ein Vorwurf im Raum liegt, der uns dann auch sozusagen, der dann auch dazu führt, dass die Bundesregierung beispielsweise jetzt sagt, wir können nichts mehr ohne den europäischen Kontext machen. Also wir können nicht Menschen aus Moria aufnehmen, wenn nicht mindestens so und so viele andere Staaten mitmachen. Wenn das sozusagen die Ursache dafür ist, dann finde ich, hätte man sich in den letzten 5 Jahren bemühen müssen, auch um
Verständnis für die deutsche Situation zu werben und gemeinsam dafür zu sorgen, dass man das Dublin-System überwindet und eine tragfähige Lösung findet. Da kann man ja nicht sagen, dass es einen zufriedenstellt, wenn in Europa alle sagen, ja, Deutschland macht da eh sein eigenes Ding, finden wir total kacke, wir müssen da jetzt irgendwie uns von distanzieren, sondern da hätte es ja irgendwie auch mal eine Art Mediation und auch vielleicht einen Blick in die Zukunft da und selbstkritischer Umgang mit der eigenen Flüchtlingspolitik geben müssen von deutscher Seite. Und da hat ja die Bundesregierung Europa, finde ich, nicht ernst genug genommen und diesen Ansatz ein bisschen verkackt, wenn man es mal deutlich sagen möchte. Und das, glaube ich, machen wir schon anders. Ja, unser Ansinn ist es ja, eine europäische Lösung zu finden. Wenn nicht mit allen, dann mit wenigen. Aber dafür muss man sich dann eben auch bilateral massiv einsetzen. Ja, das kann man ja nicht einfach erwarten, dass man das, wenn man einen Spiegelbeitrag macht oder ein Interview im Spiegel gibt, dann alle europäischen Staaten draufspringen. Sondern man muss sich ja da auch drum bemühen. Ja, und das tut die Bundesregierung nicht. Ich glaube, da können wir sehr großen Unterschied machen. Würdest du sagen, dass die Verteilung die Gretchenfrage ist schon, oder? Also die Evakuierung der Lager oder zumindest eine teilweise Evakuierung der Lager. Aber ist es dann so, dass auch alle daran teilnehmen müssen oder hilft es auch, wenn die polnischen Freunde nach Moria Duschen schicken oder Hilfe in anderer Form? Wenn du den Brokkoli übrigens jetzt mal so dran riechst, ne? Wenn du ihn mit Zitronengras gemacht hättest, finde ich das extrem geil. Aber hast du ja leider nicht. Nee, habe ich leider nicht. Bist du so ein Brokkoli sehr Weichkocher oder eher so ein bisschen knackig? Eigentlich eher noch ein bisschen knackig, aber gut, ich weiß nicht, ob das mir heute so gelungen ist. Hab also um auf deine Frage schon mal in die Schüssel getan, den Brokkoli und den Chicorée. Nice. Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen, also es ist natürlich schon die Gretchenfrage für ein gemeinsames europäisches Handeln. Da vertreten wir Grünen ja die Auffassung, dass es eben nicht sein kann, dass man irgendwie einen Staat alleine lässt beim Thema Rückführung oder beim Thema Aufnahme. Und man muss sich ja nichts vormachen. Ja, wir reden ja eigentlich nur über einen Aspekt der Flüchtlingspolitik, nämlich über die Menschen, die schon in Europa angekommen sind. Das heißt, schon ihre Flucht über das Mittelmeer hinter sich haben. Grüne Flüchtlingspolitik setzt natürlich viel früher an. Ja? Wir wollen natürlich mit sicheren Wegen auch dafür garantieren, dass man eben diese Flucht über das Mittelmeer nicht machen muss. Und deshalb ist das natürlich nur ein Teilaspekt, aber eben die Gretchenfrage, weil daran wird sich bemessen, wie viel Europa am Ende dann auch schafft. Ja? Also kriegen wir es hin, wenn wir gemeinsam arbeiten, werden wir sicher mehr Menschen Aufnahme und Hilfe leisten können, Aufnahme bieten und Hilfe leisten können, als wenn wir hier irgendwie jedes Mal wie jetzt in den vergangenen Monaten über 150er Kontingente aus Griechenland reden. Und die Situation in Griechenland wird sich auch niemals entspannen, wenn nicht große Staaten wie Frankreich, Deutschland auch sagen, so, wir nehmen dauerhaft auf. Also ich glaube, der Aspekt des dauerhaften Aufnehmens und nicht immer neu Verhandelns, der ist relevanter. Ja, also deshalb, es ist schon eine Gretchenfrage für diesen Teilbereich, wie wir in Europa miteinander klarkommen. Für die Frage der Flüchtlingspolitik insgesamt ist es sicher nur ein Teil der Antwort. Also ich habe das Gefühl, dass 2015 halt auch etwas schiefgelaufen ist in der Kommunikation miteinander. Aber natürlich ist es so, dass sozusagen die Bereitschaft, öffentlich sich dazu zu bekennen, dass man eine konstruktive Flüchtlingspolitik mit der EU macht in den zentraleuropäischen Staaten, sehr, sehr gering ist. Dass wenn da Einigungshorizonte sind, die eher bei diesen Fragen, was passiert mit den Menschen, die schon angekommen sind, unter dem öffentlich Bemerkbaren laufen werden. Aber vielleicht ist das auch ein Weg, weil es hilft den Flüchtlingen auch nicht, wenn die EU auseinanderbricht zwischen Ost und West und wir letztlich unseren geopolitischen Herausforderungen, für die wir die EU brauchen, nicht gerecht werden können. Also wenn die Flüchtlinge sozusagen als Spaltbild eingesetzt werden auf ihrem Rücken und wenn das dann auch noch funktioniert. Deswegen ist beides wichtig, Aufnahme von Flüchtlingen, humanitäre Voraussetzungen für faire Asylverfahren und wirklich eine humanitäre Situation an den Außengrenzen, aber eben auch den Laden Europa zusammenhalten, ist auch wichtig, finde ich. Luise? Genau, deshalb glaube ich, nur zum Programmatischen, wir haben nie gesagt, also ne, wir waren als Grüne da auch sehr gesprächsbereit, wenn es um die Frage ging, wie welcher Beitrag kommt denn, muss dann von den einzelnen Staaten kommen. Und da finde ich nochmal wichtig zu sagen, also am leichtesten wäre es natürlich, wenn wir es schaffen würden, nach einer Quote zu verteilen, also entlang der Bevölkerungszahl und so weiter. Aber wir wissen einfach auch, dass viele Staaten wie Ungarn und so weiter nicht mitmachen werden. Das heißt, wir müssen uns gucken, wer sind unsere Partner in dieser Frage einer humanitären Flüchtlingspolitik überhaupt noch? Und mit denen sozusagen, ja, ich finde diesen Begriff, die Staaten, die willigen Staaten,
irgendwie schwierig, aber mit denen uns zusammentun und vielleicht auch an irgendeinem Punkt ablassen von der Idee, dass alle mitmachen müssen. Und ich glaube, dass auch der Beitrag zur Aufnahme, Versorgung und dauerhaften Integration von Geflüchteten in Europa, dass der Beitrag auch ein unterschiedlicher sein kann. Also wir haben das ja damals ganz stark gemacht, Manuel, als wir an unserem ersten europäischen flüchtlingspolitischen Papier gearbeitet haben, 2015 schon. Da haben wir ja auch gesagt, ja, wenn Ungarn nur wenige Geflüchtete aufnehmen möchte, okay, aber dann sind sie trotzdem noch an Bord. Wenn Griechenland die Erstaufnahme organisiert und nicht dauerhaft aufnimmt, ist das auch okay. Wenn Deutschland mehr aufnehmen möchte, weil es sich historisch verantwortlich fühlt, Menschen in Not zu helfen, dann ist das auch in Ordnung. Ja? Also, dass man nicht so starr an Quoten hängt, ja, sondern sagt, Mensch, dass nicht Deutschland am meisten macht und dafür noch gedisst wird. Ja, weil so ist es jetzt. Und ich finde das als Deutsche, muss ich auch sagen, im europäischen Kontext wahnsinnig schwierig. Denn ich leite unsere Flüchtlingspolitik schon sehr stark auch aus unserer Historie ab. Ja? Den Asylparagrafen gibt es deswegen, das Selbstverständnis, Menschen in Not zu helfen, eben sie nicht abzuweisen auf dem offenen Meer. Ja, es ist auch alles etwas, was historisch auch eine hohe Relevanz hat. Das ist für mich Selbstverständnis demokratischer deutscher Politik und unser Beitrag in der Welt muss genau in so eine Richtung auch verstanden werden. Deshalb will ich mir das auch nicht nehmen lassen, ja, oder auch dafür Vorwürfe kriegen, sondern ich will, dass auch das gesehen wird in Europa, ja, dass das eben auch eine sehr eigene Perspektive, ja, einer deutschen Politik sein kann. Vielleicht im Zweifel auch mehr zu machen, weil wir vielleicht auch, ja, unsere Strukturen, ich meine, waren hart belastet und so weiter, aber wir sind natürlich strukturell trotzdem gut aufgestellt und wir sind ein reiches Land. Wir brauchen Zuwanderung, wir haben einen demografischen Wandel, der massiv ist, so. Und deshalb, glaube ich, kann man da schon auch die deutsche Position, könnte man verstehen, aber man muss dafür eben auch werben. Man kann nicht einfach in Europa rumrennen und sagen, so ist es halt, Leute, friss oder stirb, sondern man muss das eben auch erklären, glaube ich, und für diese Position auch werben. Das hat die Bundesregierung auf jeden Fall nicht getan. Also ich wohne hier. Essensanweisungen, Manu? Ja, also ich bin schon fast fertig. Und du? Was passiert hier mit dem Schinken und dem Paprika und dem Senf? Und den Schinken solltest du eigentlich in der Pfanne anlassen, mit Olivenöl. Okay. Und, aber du hast Rosmarin. Alles klar, das kann ich ja nochmal machen. Und der Reis, wie sieht es mit dem bei dir aus? Der ist fertig. Ja, das ist ja schon mal was. Und die rote Beete? Auch fertig, mit Feigen habe ich die gemacht. Ich habe keine Cranberries. Ja, sehr gut. Ich hatte keine Feigen, ich hatte nur Cranberry. Und genau, und dann so ein bisschen Gemüse schneiden. Also ich habe jetzt Paprika drin, Tomaten, Chicorée habe ich noch reingetan. Ein bisschen Zitrone drüber gemacht, Gurken kommen jetzt noch rein. Und dann bin ich eigentlich soweit fertig, dass ich mit dir zur Salatsauce übergehen würde. Und da wird dann der Senf kommen. Alles klar. Gut, dann habe ich einen Fahrplan, kann weitergehen hier mit Politik. Dann darf ich meine Frage einwerfen. Und zwar, was ich mitbekommen habe, ist eben, dass zwar wir viele Leute aufgenommen haben, aber dass es für viele Menschen, die 2015 zu uns kamen, bis heute keine feste Perspektive gibt. Das heißt, dass viele in dieser Endlosschleife aus Duldungen drin hängen oder eben, dass die Duldungen inzwischen dann eben auch wieder verkürzt werden. Und dass es tatsächlich für viele Menschen, die zwar hier inzwischen sicher angekommen sind, aber keine richtige Perspektive gibt und auch keine Perspektive ordentlich auf dem Arbeitsmarkt gibt, sondern im Gegenteil jetzt auch wieder darüber gesprochen wird, ob man nicht Leute nach Afghanistan zurückschieben kann. Sagt doch mal dazu was, ihr beide. Ja, willst du, Manu, oder soll ich? Oder? Du mal an. Ich kann ja mal den Integrationspunkt machen und du kannst ja mal auf Afghanistan Bezug nehmen. Also genau so ist es, ja. Also diese ganze, ich sag mal, flüchtlingsfeindliche Politik, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, hat natürlich auch dazu geführt, dass man überhaupt nicht sich mit dem Thema Integration befasst hat. Und das ist wirklich so ein Punkt, ja. Also Integration ist tatsächlich eines der hoch vernachlässigten Themen, wie ich finde, katastrophal, ja. Man muss eben sagen, diese Grundsatzhaltung von der Union und leider auch der SPD ist ja, irgendwann können sie ja wieder zurück in ihr Heimatland. Ja, diese mehr hören wir in Bezug auf Syrien seit 2011. So, das sind jetzt 10 Jahre, wo Menschen ihr Schicksal hier hätten in die Hand nehmen können, sich auch selbstbestimmt einbringen können, weil ja der Großteil der Menschen will das ja auch. Wenn wir aber auf der anderen Seite eine Politik haben, die irgendwie unterteilt zwischen ja, der wird hier irgendwie irgendwann wieder zurückgeführt werden müssen, dem geben wir keinen Sprachkurs oder
die Person kommt irgendwie aus Afghanistan, das Land begreifen wir als sicher und dann können wir doch real nicht abschieben, ja, dann sind das alles so Punkte, wo man merkt, da tut sich doch Deutschland selbst auch gar keinen Gefallen. Also nicht, dass ich jetzt ein Fan bin von wirtschaftlicher Argumentation und Mensch als Humankapital und so, aber sozusagen zu sehen, dass es auch gut für unsere Zukunft ist, für unsere Gesellschaft, wenn wir Menschen nicht in ihrer Integration blockieren, sondern ihnen Möglichkeiten geben, ja, sich einzubringen. So, dann wäre das in meinen Augen schlaue Politik. Und man sieht es auch beim Thema Familiennachzug zum Beispiel ganz stark, ja, wenn die Familie irgendwie noch im Flüchtlingslager in der Türkei hängt oder im Kriegsgebiet ist, ja, und man eigentlich keine Möglichkeit hat, mit denen irgendwann zusammenzukommen, dann behindert das eben auch die Integration von Menschen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, also wo wir auch relativ leicht auch im deutschen Alleingang, wie es die Bundesregierung nennen würde, tätig werden könnten. Wir könnten einfach sagen, die Menschen, die in Europa irgendwo unterwegs sind, ob in einem Flüchtlingslager oder in der Türkei und die hier Familienbezüge haben, da setzen wir einen vollen Fokus auf die Familienzusammenführung, damit die Leute hier ankommen können und sicher sind, ja, und auch sich auf ihre Integration konzentrieren können. Ja, weil ich meine, wenn man in Sorge um seine Familie ist, dann fällt der Sprachkurs auch einfach ein bisschen schwerer. Ja? Mal abgesehen davon, dass es auch ein Grundrecht ist, ja, Schutz der Familie und Familieneinheit ist ja nichts, was wir uns freiwillig aufgeben, sondern das sagt uns ja auch das Grundgesetz, dass das richtige Politik ist. Und da würde ich mir jetzt, ne, also kann man die Bundesregierung natürlich auch klar angreifen, auch gerade die SPD, die immer anderes verlauten lässt nach außen, die Möglichkeiten, zu seiner Familie zu kommen, also Familiennachzug zu machen, sind eingeschränkt worden, massiv. Ja. Also es ist wirklich ein hochgradig relevantes Thema in der deutschen Flüchtlingspolitik und da hat sich die Bundesregierung aber entschieden. Sie hat halt gesagt, wir wollen Familiennachzug nicht ermöglichen, weil auch das sei ein Pull-Faktor. Ja. Und wenn man dann die ganzen Einzelschicksale kennt, wie ich jetzt, ja, wo, weiß ich nicht, eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind in der Türkei ist, in einem Flüchtlingslager und ein Kind lebt hier in einer Betreuung sozusagen, ein minderjähriges Kind in Husum. Und dann ist es nicht möglich, dass die Mutter mit dem Kind zusammen nachreisen kann, sondern sie muss sich entscheiden, bleibt sie bei dem einen Kind oder bei dem anderen, weil der Geschwisternachzug nicht erlaubt ist. Ja, also ich erlebe solche Sachen jeden Tag, ich höre solche Geschichten und ich sage ja, jeder, der sich die mal reinführen würde, wirklich, was das konkret für Menschen bedeutet, schläft nachts schlechter. Ja, ein Schicksal, mit dem ich mich leider fast jede Nacht auseinandersetzen muss. Hm. Luise, wie sieht es jetzt aus bei dir? Soll ich habe alles fertig eigentlich. Ja, guck mal, also bei mir ist es jetzt so, guck mal in dein Video, dann siehst du mal bei mir, hier habe ich jetzt sozusagen schon eine ganze Menge Zeug drin, Brokkoli, Chicorée, Tomaten, Gurken. Und jetzt tue ich hier einfach, ich habe Feldsalat, ich liebe Feldsalat, Mausohrensalat, sagen meine Kinder, den schmeiße ich da jetzt drauf. Hier ist die rote Beete in großen Stücken. Benni wird gleich davon mitessen. Deswegen habe ich große Stücke gelassen, weil das ist bestimmt lieber. So, wo habe ich denn jetzt meinen Löffel? Da schmeiße ich rauf. Das ist mit der roten Beete, die haust du jetzt schon rauf, ja? Ja, ich tue jetzt alles rein, tatsächlich. Mhm. Und den Schinken, hier, seht ihr, na? So. Und ein bisschen Reis. Ich mach mal alles. Das ist sowieso eine viel zu große Portion. Sonja muss online mitessen. So, und jetzt kommt die Salatsauce. Dazu nimmst du, Luise, bist du soweit? Mhm. Ich bin soweit. Ich werde erstmal zu. Hast du einen Becher oder ein Glas, in dem du die Salatsauce anrühren kannst? Bestimmt. Ein Becher, den wir damals aus der Unimensa geklaut haben, bestimmt irgendwo. Das muss ein bisschen. Du hast bestimmt auch gutes Olivenöl, ne? Ja, habe ich. Griechisches. So muss es sein. So muss es sein. Dachte ich mir, dass dir das gefällt. So, was willst du haben? Also wie viel? Naja, einfach Olivenöl, Balsamico. Gut. Salz, Pfeffer. Ich nehme ja immer diese Balsamico-Creme. Finden manche ganz eklig, aber ich stehe drauf. Ich mache die gerne auf Broten, aber Salz. So, und jetzt mache ich einen kleinen Schuss Cranberry-Saft rein. Und noch einen kleinen Schuss Apfelsaft. Habe ich nicht. Dann nehme ich Rotwein. Das ist auch ein bisschen zu viel. Ich habe gar nicht getrunken, Herr Wachtmeister. Und jetzt kommt eben dieser Trick, den mir mal jemand beigebracht hat. So süßer Senf.
Ich also habe sogar Feigensenf genommen, ne? Passend zu den Feigen. Also ich finde diesen bayerischen süßen Senf von dieser einen Firma, den man sonst zu Weißwürsten isst, extrem geil dafür. So, und das ist es eigentlich schon. Kannst auch abschmecken, wenn du willst. Oder auch nicht. Ich tue mal ein bisschen Olivenöl rein. Boah, Feigensenf, Leute. Eine ausdrückliche drüber. Und jetzt wird es ein bisschen laut, weil jetzt rühre ich das. Ich habe hier eine Metallschüssel. Du hast den Reis auch einfach mit in den Salat reingetan. Genau. Das wird alles miteinander vermuschelt. Du weißt doch, Sonja, mein Essen muss am Ende immer so aussehen, als wäre es irgendwie, naja. Schon gegessen. Genau. Nee, das mag ich in der Tat gerne. Salat und warme, so lauwarme Sachen dazu finde ich richtig gut. Der von dir schon angesprochene Ehemann von mir hat Eltern, also meine Schwiegereltern, die machen immer so Kartoffelbrei und dann da drin so Eisbergsalat und mit Speck. Und das hört sich erstmal total daneben an, aber ich finde, das schmeckt richtig also gut. Klingt ziemlich geil eigentlich. So, ich kann dir mal zeigen, wie es bei mir aussieht, Louis. Bei mir sieht es so aus. Warte, ich muss den Bildschirm wechseln. Zeig mal. Yummy, yummy. Ja, sieht auch gut aus. So. Vor allem eine riesen Schüssel, die kriege ich nie alleine weg. Und ich lebe ja in einem vegetarischen Haushalt insofern. Nimm mal das Tablet mit. Ich habe schon drei Tage was zu essen. Hm. Sag mal, kann ich jetzt die Soße hier, den Dressing schon rüber machen oder machst du das auf dem Teller? Nee, einfach rüber machen. Genau. Ja? Einfach rüberschmeißen. Aber ich muss das, weil ich das alleine essen muss, wegen der Schinkenwürfel. Muss ich das ein bisschen haltbar machen. Und dann kann ich nicht da Salatdose reinknallen. Ich mache das auf den Teller. Oh ja, wie du meinst. Apropos Teller. So. Muss ich mir noch einen Teller holen? Du hast noch nach Afghanistan gefragt. Also Luise, meine tatsächlich ehrliche Meinung dazu ist, es ist so dramatisch und so, auf Deutsch gesagt, beschissen, dass man das eigentlich kaum wiedergeben kann. Also es ist sowas von zynisch, gleichzeitig aus Afghanistan abzuziehen und die Wahrscheinlichkeit, dass dort mit dem Abzug der Koalitionskräfte die Gewalt erstmal hochgehen wird und auch die politische Verfolgung von Menschen erstmal ein wichtigeres Thema sein wird, ist sehr, sehr hoch. Und in dem Moment gleichzeitig zu sagen, kann man doch Leute hin abschieben, geht nicht. Jetzt ist das Argument von Seehofer ja, die bösen Jungs soll es ja nur betreffen und die sollen sich nicht zu sicher fühlen. Ich glaube, dass das, selbst wenn man das Argument gelten lassen würde, dass es eine Unsicherheit bei den guten Jungs und Mädchen ausstrahlt, die richtig zersetzend ist. Und ja, das ist ein riesiges Problem. Und ich finde auch, dass sozusagen die Art und Weise, wie jetzt aus Afghanistan abgezogen wird, holter die Polter, nach uns die Sintflut, auf Ansage von Herrn Biden dann inzwischen, aber eigentlich ja intoniert von Herrn Trump noch, auch, auch Böses befürchten lässt. Und ich mache mir da große Sorgen, was in dem Land passiert und dass wir uns wieder kein bisschen dafür interessieren, bis dann vielleicht eine nächste Flüchtlingswelle wieder an der türkisch-griechischen Grenze steht. Und wenn dann schreckliche Bilder kommen, dann interessiert es uns wieder für 2 Tage oder 2 Wochen. Und dann ist es uns wieder egal. Also nicht uns beiden natürlich, aber so der politischen Aufmerksamkeit im Land. Davor habe ich schon Sorge. Und ich glaube, dass es deswegen auch gute Politik braucht, die nachhaltig versucht, diese Themen anzugehen. Weil meine These wäre, dass es der GroKo eigentlich ganz recht war, dass man angeblich wegen den bösen Osteuropäern in der Flüchtlingspolitik gar nichts hinkriegen konnte. So konnte man immer schön behaupten, dass man ja die tollen Sachen machen will, aber es leider gar nicht kann. Wenn man versucht hätte, wirklich einen Deal zu brokern, dass man mehr machen kann, ohne dass das blockiert wird von Orban oder von Kaczynski, dann hätte man ja plötzlich auch liefern müssen. Und vielleicht ist es manchmal ganz bequem, auch für die GroKo gewesen, sozusagen brav zu reden, aber in echt nicht so richtig dahinterher zu sein, auch einen schwierigen Deal für einen selber vielleicht zu machen, der dann aber vielleicht auch die Situation ein bisschen verbessern würde. Und ich glaube, wir werden, falls wir in die Situation kommen zu regieren, all unser politisches Kapital und unser Vertrauen mit den griechischen Partnern, mit den polnischen Partnern brauchen.
Aber da haben wir vor dem Hintergrund unserer außenpolitischen Aufstellung insgesamt, glaube ich, auch einfach mehr Vertrauen als die jetzige Bundesregierung. Und deswegen gibt es vielleicht diesen Moment, diesen Zeitpunkt, dass man im Oktober, in welcher Farbenkonstellation auch immer, mit einer Veränderung in Berlin, mit einem neuen Mut in Berlin auch europäisch vielleicht doch was hinkriegen könnte. Kann auch sein, dass wir damit auf die Fresse landen, Luise, aber probieren muss man es meiner Ansicht nach trotzdem. Und ja, wenn du jetzt fertig bist. Ja, es ist auch alternativlos. Also ich meine, mal wirklich im Klartext gesprochen, es ist alternativlos. Ja. Wir haben ja, also ich meine, irgendwas muss man ja versuchen, ja, um in Europa wieder zusammenzukommen. Und ich glaube, meine These ist, dass es einfach nicht versucht wurde. Genau. So, Luise, zum Abschluss würde ich sagen, tu mir mal was auf den Teller. Ich mal an hier. Ja, da sitzt ja. Ich freue mich ja am meisten auf, ich esse schon. Ich freue mich am meisten auf die rote Beete. Ja, ja, ja. Wenn die nicht so perfekt ist, musst du doch mal vorbeikommen. Luise, vielen herzlichen Dank. Es war eine Freude, mit dir zu kochen. Und wenn diese beschissene Pandemie vorbei ist, machen wir das Ganze mal in real. Entweder in deiner Berliner Küche oder in meiner Hamburger Küche. Ja, vielen Dank, nicht in meiner, dass du Zeit in meiner Kieler Küche. Oder in deiner Kieler Küche. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Vielen Dank für deine Ansichten und Einsichten. Und ja, vielen Dank, dass du bei dem Thema dafür sorgst, dass die Grünen stehen, standhaft sind und klug. Das ist ja beides wichtig. Das versuche ich weiter so. Das ist nicht immer ganz leicht mit unseren Ländern und dieser ganzen Dynamik und so, aber wir haben Bestes im Sinn, sage ich mal. Alles klar. Also auch dir vielen Dank. Ciao, tschüss, ciao. Manu.